und herzlich willkommen bei den Montessori-Lernwelten. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie eigentlich ein richtig schönes, funktionales Montessori-Klassenzimmer aussehen könnte. Und oft finden wir keine idealen Bedingungen vor. Es gibt Schulen, die sind in ehemaligen Industriegebäuden gebaut oder die Schule ist schon sehr alt. Es geht einfach darum, mit den richtigen Ideen die Gegebenheiten, vielleicht ungünstige Gegebenheiten, auszugleichen. Und dazu möchten wir Ihnen gerne ein paar Anregungen geben. Die erste Idee für jede Klasse ist eigentlich ihre Identität. Es ist also sehr schön, wenn jedes Klassenzimmer irgendwie unverwechselbar ist. Ganz im Gegensatz zur Regelschule, wo die ja genau gleich ausschauen. Und das beginnt schon oft mit der Eingangstür, dass die Tür vielleicht verziert ist mit einem Plakat, wo vielleicht Fotos sind von allen Kindern und der Besucher sich schon richtig eingeladen fühlt und einstimmen kann auf diese Klasse. Der Name der Klasse, das ist ja bei Montessori-Schulen sehr oft so, dass das dann irgendwelche Tiere sind oder Edelsteine oder Pflanzen. Und dieser Name könnte aufgegriffen werden in der Gestaltung des Klassenzimmers. Also sagen wir zum Beispiel, es ist die Klasse Rubin. Und dann wäre es natürlich schön, wenn das Klassenzimmer ein paar rote Farbflecken hat. Oder vielleicht sogar irgendwo einen Rubin gemalt hat. Es ist einfach nicht nur ästhetisch, sondern es ist auch wichtig für die Kinder, dass sie wirklich bewusst wissen, wo sie sich gerade aufhalten, dass dieses einmalige Klassenzimmer ihr Zuhause ist. Genauso viel zur Identität. Es ist sehr wichtig, vor allem auch für die Lernbegleiter, dass das Klassenzimmer überschaubar ist. Also große Regale, hinter die man nicht sehen kann, die geben zwar den Kindern einen gewissen Schutz, aber sind ungünstig, finde ich, für ein Klassenzimmer. Also ich würde wirklich diese Regale auf Augenhöhe sowieso und auch von der Höhe her nicht höher als die Kinder selbst sind, damit die Kinder noch gut drüber schauen können und eben auch die Lernbegleiter einfach einen Überblick haben, was in ihrer Klasse geschieht. Nichtsdestotrotz können natürlich bestimmte geschützte Bereiche abgetrennt werden. Ich denke da zum Beispiel an eine Lernecke, wo sich die Kinder ein bisschen zurückziehen können, aber auch an eine Leseecke, die vielleicht ein bisschen gemütlicher, entspannter eingerichtet ist. Auf jeden Fall eine Gliederung des Klassenzimmers in verschiedene Bereiche. Da kommt man gar nicht drum rum bei den vielen verschiedenen Tätigkeiten, die an so einem Schulalltag stattfinden. Natürlich ist bei dieser Gliederung auch ganz wichtig die Ordnung, das Geordnetsein. Das sieht manchmal ein bisschen nüchtern aus, aber es ist ganz wichtig, dass die Klasse nicht chaotisch oder quergestellt oder einfach eine Unruhe durch das Mobiliar reinbringt, sondern im Gegenteil eine Ruhe, eine Struktur und dann das Material auf dem vorhandenen Freiraum ausgebreitet werden kann. Also man braucht viel Platz, man braucht sehr viel Platz, zum Beispiel für das schwarze Band und auch andere Hunderterfeld, was auch immer, sie brauchen einfach Platz. Und drum ist ein aufgeräumtes Montessori-Zimmer, das nicht gerade benutzt wird, oft ein bisschen nüchtern, vielleicht sogar könnte man sagen ein bisschen kahl, aber das hat einfach den Zweck, dass dadurch ein Freiraum, ein Schaffensraum für die Kinder entsteht. Weiterhin wichtige Faktoren sind einfach, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass die Kinder auch ein gesundes Umfeld haben. Dazu gehören zum Beispiel Zimmerpflanzen. Es ist auch wichtig, dass vielleicht mal mit einem Duft gearbeitet wird. Das kann auch ganz natürlich sein, dass man einfach im Winter zum Beispiel ein paar Tannenzweige ins Klassenzimmer holt
und so weiter, dass einfach eine natürliche, wohlige Atmosphäre entsteht. Und man muss natürlich dabei immer berücksichtigen, gibt es Kinder, die haben womöglich Allergien. Das muss man natürlich absprechen. Mir persönlich ist es immer sehr wichtig, dass ein Raum auch einen Mittelpunkt hat. Und nach meiner Erfahrung sind das ganz oft die Montessori-Teppiche, wo sich dann die ganze Klasse eben versammelt. Es können auch, wenn es die großen runden Teppiche nicht vorhanden sind, können sie auch die kleinen runden Teppiche nehmen und einfach wie eine Blume kreisförmig so auslegen. Und schon haben sie ein wunderschönes Zentrum für ihr Klassenzimmer. Am besten noch in die Mitte vielleicht eine Vase mit Blumen stellen oder mit den Dingen, die sie gerade behandeln. Dann wird bestimmt auch von der Arbeitsatmosphäre eine größere Konzentration stattfinden, eine größere Orientiertheit auf das momentane Thema. Ja, also es sind nicht nur die großen Dinge, die zählen in so einem Raum, sondern es sind auch oft ganz kleine Sachen, zum Beispiel an den Wänden. Ganz wichtig ist, dass die Kinder Orientierung erhalten. Dabei hilft natürlich eine schöne große Wanduhr. Dabei hilft aber auch ein Kalender, damit klar ist, welches Datum wir haben. Weiterhin können dabei Lernplakate helfen, die zum Beispiel Mathematik oder Deutsch oder auch kosmische Erziehung behandeln. Das ist also eine ganz klare Ausrichtung und Orientierung für die Kinder, dass sie nachschauen können, was sie eben gerade nicht wissen. Ich meine, das fängt natürlich an in der ersten Klasse mit der Anlauttabelle. Das ist also was ganz Elementares und Wichtiges. Und die kann gar nicht zentral genug eigentlich in so einem Klassenzimmer hängen, meiner Meinung nach. Ja, was gibt es noch zu bedenken? Also natürlich, das wissen Sie alle, dass es bei Montessori einfach um den Aufforderungscharakter geht. Das heißt, dass die Regale also alle auf Augenhöhe der Kinder sind, dass die offen sind, dass das Material drinsteht und auch nicht übereinander gestapelt zur Unkenntlichkeit, sondern möglichst einzeln nebeneinander, dass die Kinder erkennen können, welches Material da steht und welches Material sie sich nehmen dürfen. Das schönste Klassenzimmer braucht auch ein bisschen Abwechslung. Deswegen ist es sehr gut, wenn Sie zum Beispiel Lernprojekte haben, also sagen wir mal, Sie machen jetzt gerade die Wortartensymbole, dass Sie dann vielleicht einfach an Wäscheleinen die großen Plakate mit den Wortartensymbolen im Klassenzimmer aufhängen. Das ist einfach eine Belebung des Klassenzimmers, das ist eine Verinnerlichung des Lernstoffs und es ist eine schöne Arbeit für die Kinder, das bereitzustellen. Als letzten Punkt möchte ich noch gerne den Bezug zur Welt erwähnen. Und das ist also nicht nur der Globus oder das Lernmaterial, das Wissen, sondern das ist also auch im idealen Fall immer was ganz Aktuelles. Das kann zum Beispiel eine Kinderzeitung sein, das kann aber auch einfach ein sehr gut angeleiteter Zugang zum Internet sein, wo die Kinder selbstständig sich aktuelle Informationen abrufen können. Es ist einfach wichtig, dass dieses Klassenzimmer, so schön es ist, aber es soll keine Seifenblase sein. Es soll nicht ein in sich abgeschlossener Kosmos sein, sondern es soll offen sein zur Welt. Im Sinne von Maria Montessori, offen zu den anderen Klassen, zu dem Rest der Schule und offen auch zum Beispiel mit gut zugänglichen, schönen Fenstern, dass die Kinder raussehen können, dass sie das Wetter beobachten können. Und einfach diesen kosmischen Bezug herstellen können. Viel Freude bei der Einrichtung Ihres Klassenzimmers.